Spannende Unterhaltung bei den Skatmasters. Wünscht GameDuell.de. Echte Gegner. Echte Gewinne. Deutschlands höchst dotiertes Skatturnier. Die Skatmasters in Berlin. 100.000 Euro Preisgeld werden ausgespielt. Allein 25.000 Euro nur für den Sieger. Nach monatelangen Vorrunden im Internet kommt es jetzt in Berlin zum ultimativen Showdown. Prominente wie der Filmbösewicht Claude-Oliver Rudolph sind mit von der Partie. Denn es geht um einen guten Zweck. Der Veranstalter GameDuell spendet 5.000 Euro für die Kinderkrebshilfe. Was ich klasse finde, ist erstmal, dass wir es für einen guten Zweck machen. Die armen Kinder haben ja keine Lobby und dafür finde ich das erstmal toll. Und deswegen bin ich auch gekommen. Deswegen ist auch mein Kollege gekommen. Ich finde es auch gut, die Kombination. Also die Bösewichter und die Gangster aus dem Kino kommen hier und spielen. Wir haben natürlich gegen die ganzen Profis keine Chance. Hier ist eine Weltmeisterin dabei, hier ist ein deutscher Meister dabei. Was soll man da machen? Aber wir schlagen uns tapfer und redlich und das ist ja für einen guten Zweck. Viele tausend Online-Spieler nahmen an den Skatmasters teil. 100 spielen jetzt im Berliner Maritimhotel. Unter den strengen Augen der Spielleiter vom Deutschen Skatverband werden die Teilnehmer am TV-Finale ermittelt. Also ich meine, wir haben es mit einer sehr, sehr fairen Veranstaltung hier zu tun. Insofern, es geht um sehr viel. Und trotz allem haben wir eine, für meine Begriffe, hervorragende Atmosphäre. Die Spannung steigt Stich für Stich. Nicht nur bei den beiden Prominenten Claude-Oliver Rudolph und Werner Dehn, die gegen die Masters-Teilnehmer antreten. Aber vor der Gehschnitze war ich auch schon gewonnen. Ja, super gut. Ich habe mich total amüsiert eben beim Spiel. Total klasse. Vor allem, ich habe gewonnen. Ich habe es alle abgezogen. Wirst du dich jetzt auch mal auf irgendeine Website verirren, wo es was zu spielen gibt vielleicht? Ich denke schon. Nach dem ersten gibt es immer noch eine Chance in der Trostrunde. Am zweiten Tag geht es an den letzten sechs Tischen um die Chance auf das ganz große Geld. Nur wer sich hier durchsetzt, nimmt am TV-Finale teil. Mann, da sind noch so viele Spiele. Ein 10 Gro Hand mit rein, bist dabei. Gute Nerven, eine gewiefte Taktik und die richtigen Karten entscheiden jetzt über das Weiterkommen. Und hier sind die Finalisten. Ich bin 26, also seitdem ich 12 Jahre alt bin, habe ich immer versucht, Vater, Opa, die immer Skat gespielt haben, da mitzuspielen, weil das hat mich schon fasziniert. Gehört sehr viel Glück dazu, auf jeden Fall. Aber man muss es auch irgendwo beherrschen. Die Konkurrenz war eigentlich stärker, wie ich gedacht habe. Ja? Ich war eigentlich in allen drei Serien, war es ganz knapp. Ja, da musste ich dann wirklich... quasi die Erfahrung muss da manchmal helfen. Nun ja, jetzt hat es bis jetzt geklappt, ja. Jetzt habe ich eigentlich schon hohe Ziele, ja. Denn eigentlich beherrsche ich schon den Skat, ja. Heißt konkret? Ich möchte eigentlich Erster werden, gar keine Frage. Also es waren teilweise Spieler drin, die haben, ich würde sagen, die sind nervös geworden und sind auch dadurch ausgeschieden. Aber von der Spielstärke her, insbesondere jetzt die letzte Serie, die war sehr stark von der Spielstärke her und es ging auch ganz schön eng zu. Ich spiele online und auch sonst privat. Skatspielen ist für mich ein schönes, beruhigendes Hobby. Mein Bestes. Einen wunderschönen guten Abend zum Finale der ersten Skatmasters aus Berlin. Ja, viele, viele Tausende von Teilnehmern haben online mitgespielt und sechs Finalisten sind übrig geblieben. Wir steigen direkt ein zum ersten Halbfinale. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich habe Kompetenz pur an meiner Seite
und zwar in Form des ersten und einzigen professionellen deutschen Skatlehrers. Thomas Kinback ist bei mir. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Thomas. Hallo, Niklas. Tja, wir sehen hier das erste Halbfinale und drei Spieler und ich glaube, alles in der Skat-Szene zumindest relativ bekannte Leute, Thomas. Ja, der Andreas ist ein sehr guter Spieler. Ich kenne ihn von vielen Turnieren. Auch der Joachim ist ein so ein guter Spieler. Wir haben auch schon einige Mal gespielt. Der Roberto ist allerdings ein Hobbyspieler, den kenne ich nicht. Er spielt wohl auch nur online. Nur so kann man sich ja auch hier qualifizieren für das Masters-Finale. Ja, ganz wichtig. Also bei diesem Skat-Masters, da haben sich die Spieler online registriert, genau, und online qualifiziert für das Finale. Tausende haben mitgemacht. Nur so geht's. Und nur so geht es hier. Ja. Aber der Reiz liegt natürlich darin, der Profi tritt an gegen den Amateur, der Kneipenspieler, der Hobbyspieler, gegen vielleicht sogar den Vize-Europameister. Das genau war Thomas Kinback zuletzt im Jahre 2003. Halt, ich habe übertrieben, du warst nicht Europameister, du warst Vize-Europameister. Ja, richtig. Hatte ich auch mal Glück gehabt, genau. Das glaube ich. Glück gehört ja mehr dazu. Es kommt aber auf die Distanz an und hier haben wir immer nur eine Serie gespielt wird. Und da hat eben auch gerade der etwas ungeübtere Spieler auch sehr gute Chancen, weiterzukommen, weil eben dann doch das Kartenglück eine ganz herausragende Rolle spielt. Das heißt, selbst ich könnte dich schlagen mit ein bisschen Kartenglück bei so einem Turnier. Ja, ich denke schon. Ich weiß ja nicht, wie du so spielst, Nikolaus. Ich habe ja gehört, dass du auch schon früher, als du jünger warst, da ganz schön scharf gespielt hast. Ich bin immer noch jung, aber wir steigen mal ein direkt ins Geschehen hier, ins erste Halbfinale. Andreas Steiger. Ja, wir sind hier schon beim letzten Spiel. So ist es. Es war eigentlich auch schon vorher entschieden, muss man sagen. Der Adam hatte schon über 400 Punkte Vorsprung auf den Andreas, sodass also dieses letzte Spiel, was den Andreas hier noch gewinnt, nicht mehr spielentscheidend war. Der Joachim hat sich also als erster von diesem Halbfinale qualifiziert für das Finale. Und Andreas kann jetzt nur noch hoffen, als bester Zweiter weiterzukommen, denn es kommt ja darauf an, was an im zweiten Halbfinale läuft. Gleich geht's spannend weiter mit den Skatmasters, präsentiert von GameDuell.de. 18. 20. Weg. Skat im Internet. Auf GameDuell.de, Deutschlands größter Spieleseite. Echte Gegner und echte Gewinne. Jetzt kostenlos Kart spielen auf GameDuell.de.